Gegeben ist die Funktion x² minus 4x plus 3 und an die soll die Tangente an der Stelle x gleich 1/2 angelegt werden. Dafür solltet ihr als erstes das Koordinatensystem skizzieren und die Funktion einzeichnen. Und jetzt geht es darum, wie sieht diese Tangente erstmal aus, ohne dass ich mir die im Taschenrechner angucke. Wir brauchen die Stelle x gleich 1/2. 1/2, das ist hier. Das heißt, wir müssen irgendwo auf diesem Graphen hier landen. Das heißt, hier muss diese Tangente angelegt werden und die Tangente hat den gleichen Anstieg wie die Funktion an dieser Stelle. Gut, die Funktion, ja, die fällt hier, das heißt, an dieser Stelle verläuft die ungefähr so und damit sieht unsere Tangente ungefähr so hier aus. Ganz genau wissen wir es noch nie, weil die Gleichung haben wir noch nicht. Aber die kriegen wir jetzt rechnerisch raus. Sieht dann so aus, wir brauchen eine Tangentengleichung der Form y gleich mx plus n. Um dafür die Elemente zu bekommen, brauchen wir den Anstieg m. Und um den Anstieg m zu berechnen, brauchen wir die erste Ableitung der Funktion. Diese erste Ableitung heißt 2x minus 4. Jetzt will ich den Anstieg an der Stelle 1/2 haben. Das heißt, ich muss 1/2 für x einsetzen. Da komme ich raus bei 2 mal 1/2 minus 4. 2 mal 1/2, das ist 1, und 1 minus 4, das ist minus 3. Damit habe ich den Wert für m gefunden. Für y gleich mx plus n brauche ich jetzt noch den y-Wert, also sprich die y-Koordinate von diesem Punkt, an dem wir die Tangente anlegen. Dafür brauche ich wieder die Ausgangsfunktion und setze in die Ausgangsfunktion den Wert von 1/2 ein. Da komme ich dann raus bei 1/2 hoch 2 minus 4 mal 1/2 plus 3. 1/2 hoch 2 ist 1/4. Minus 4 mal 1/2 sind minus 2 plus 3. Gut, dann haben wir hier 1/4 minus 8/4 plus 12/4. Ja, denn 2 sind 8/4 und 3, das sind 12/4. Kommen wir raus bei minus 7/4. Minus 7/4 plus 12/4 sind 5/4. Damit haben wir die y-Koordinate von unserem Punkt rausbekommen. Und jetzt können wir das Ganze einsetzen in unsere allgemeine Tangentengleichung y gleich mx plus n. Den y-Wert, den haben wir hier berechnet, der sind 5/4. Unser Anstieg m, den haben wir hier berechnet, der liegt bei minus 3. Die Stelle x, die ist gegeben, das ist mal 1/2. Und unser n suchen wir noch. Dafür vereinfachen wir. 5/4 ist gleich minus 3 mal 1/2, das sind minus 3/2 plus n. Und jetzt muss ich noch rechnen, plus 3/2. Plus 3/2, das ist dasselbe wie plus 6/4. Und dann komme ich raus bei n gleich 11/4 und kann damit die Tangentengleichung aufstellen, die dann heißt y gleich minus 3 mal x plus 11/4. Das Ganze können wir noch kontrollieren, indem wir uns das mal im Taschenrechner angucken. Dafür haben wir die Funktion eingegeben, haben die uns anzeigen lassen und die sieht dann ja, überraschenderweise genauso aus wie hier bei uns die Funktion, die wir gezeichnet haben. Wir lassen uns die Tangente skizzieren, an der Stelle 1/2. Und siehe da, die Gleichung der Tangente ist minus 3 plus 2,75. Minus 3 haben wir schon, die 2,75, das ist das gleiche wie 11/4, also haben wir alles richtig gemacht.